Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother, Freunde. Wir sind angelangt beim Viertelfinale des Lions Cup 2016, Freunde. Wir konnten die Gruppe ja gewinnen, als Gruppenerst einfach ungeschlagen hier durchgehen. Jetzt klingelt ja auch nochmal Nanny, das machen wir jetzt aber aus. Denn jetzt wird's richtig ernst, Freunde. Wir spielen gegen die Jungs von Tizi Schubecht. Das wird ein richtig, richtig krankes Duell. Checkt auf jeden Fall nachher auch das Rückspiel bei denen auf dem Kanal ab. Bei mir auf dem Kanal ist ja jetzt hier das Hinspiel. Also nach dem Video auf jeden Fall bei den Tizi Jungs vorbeischauen und auf jeden Fall auch ein Abo dalassen. Das sind einer meiner dicksten YouTube-Kollegen und deshalb da auf jeden Fall vorbeischauen. Wir sind seit Jahren jetzt wirklich schon richtig gute Freunde. Ich glaube, wir haben zu FIFA 14 sogar schon Videos zusammen gemacht. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Jetzt ist aber kurz für, sagen wir mal, 40 Minuten die Freundschaft ein bisschen auf Eis gelegt, denn wir müssen ja gegeneinander antreten hier im Viertelfinale des Lions Cup. Wir durften unser Team noch auf einer Position verändern. Ich habe aber alles so gelassen, wie es war, weil ich bin mit dem Team super zufrieden gewesen. Wir haben in 4 Spielen nur ein Gegentor bekommen und konnten bis jetzt echt richtig gut hier durch das Turnier gehen. Deshalb lassen wir einfach alles so, wie es ist. Lasst dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf mehr Lions Cup habt, und unterstützt mich auf jeden Fall, damit wir ins Halbfinale kommen. Das wäre eine richtig fette Sache, in einem Turnier unter die Top 4 zu kommen. Und dann würde ich sagen, laden wir die Jungs jetzt ein und dann gehen wir rein ins Spiel, Jungs. So, Freunde, die Tizi-Jungs sind eingeladen. Dann warten wir auf sie und sind dann mal gespannt, was die für ein Team haben. Ich habe es ein bisschen mir angesehen vorher. Die haben ja zum Beispiel 4:0 gegen Phineas gewonnen. Also auch die sind richtig gut abgegangen in der Gruppenphase. Die Latenz besteht also nicht die gleichen Probleme. Falls ihr euch noch mein Merch gönnen wollt, das ist der zweite Link in der Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall aus. Da ist letztens neuer Stuff gekommen. Das ist ihr Team. 4-3-2-1, richtig nice Formation, spiele ich mit am liebsten. Kanté nicht auf voller Chemie hier, der Inform, aber trotzdem ein saugeiles Team. Ich hoffe, wir können das erste Spiel erfolgreich bestreiten. Let's go. Oh, Pastore mit einer Schussgelegenheit. Erste Torchance nach 2 Minuten. Oh, die haben Butler in den Tor, der ist einfach sau, sau gut. So, Ecke mit Marquise. Ich muss zugeben, ich bin richtig krass nervös, ey. Scheiße, Mann. Oh, da ist die Lücke für Lacazette und er schiebt ihn rein. 1:0, 9. Spielminute durch Lacazette, Freunde. Jawohl, Alter, da ist das 1:0 richtig schön gespielt. Und ein frühes Tor könnte ganz, ganz wichtig werden. Vor allem fürs Rückspiel. Nice, Mann, Lacazette sei schon. Dybala hier mit dem 1:0, richtig geil. Alter, man merkt es mir so an, ich verspreche mich die ganze Zeit. Ich bin so nervös. Huiuiuiui. Oh, das ist ein richtig guter Ball für Marquisio. Oh, der Fehler war dämlich. Der Fehler war dämlich. Und der wird beinahe bestraft. Douglas Costa mit einer richtig guten Chance. Oh, ja, komm nochmal zu Dybala. Da hinten ist Lacazette. Lacazette kommt nochmal zum Schuss. Was war das für ein komisches Tor? Richtig durchgelackt. Ich meine, das war vorher ganz gut gespielt dazwischen Pastore und Dybala. Aber wie Lacazette den dann reinmacht, das war ja mal richtig komisch. Der Verteidiger spackt da irgendwie rum. Und das war ein richtiger FIFA-Moment. Es tut mir ein bisschen leid, aber in einem Turnier muss man so ein Tor natürlich mitnehmen. Oh, Fehlpass. So, jetzt Dybala. Pastore läuft da mit. Pastore läuft da mit. Und er macht nicht das 3:0. Vielleicht aber Lacazette. 3:0. Wieder so ein komisches Tor. Keine Ahnung, Alter. Ich bepiss mich ja gerade mit Lack. Ich meine, den hätte ich da auch vorher mit Pastore reinmachen können. Aber okay. Also, das zweite und das dritte Tor war richtig EA. Like, ja, keine Ahnung. Egal, nimmt man mit. 3:0 nach 36 Minuten. Richtig gestört, was ich gerade für einen Lack habe. So, Jungs, es geht in die Halbzeit. Wir führen einfach 3:0. Und das, obwohl wir jetzt nicht unnormal krass überlegen waren. Also die Führung geht auf jeden Fall in Ordnung. Aber ihr seht es in der Statistik. Also das ist keine 3:0-Statistik. Zweimal hatte ich Lack beim 2 und 3:0. Egal, wir machen natürlich so weiter, hoffe ich zumindest. 3:0, richtig gute Halbzeitführung. Da könnten wir uns im Rückspiel vielleicht sogar eine Niederlage erlauben. Denn das ist natürlich schon mal eine richtig gute Ausgangsposition, wenn es dann am Ende auf die Tordifferenz ankommt. Aber mit 3:0 gut vorgelegt, am besten das Ergebnis halten. Vielleicht noch ein viertes erzielen, aber auf jeden Fall nicht nochmal die Jungs rankommen lassen. Longshot! Und das 4:0, perfekter Start in die zweite Halbzeit. 47. Minute, das war mal richtig gut gespielt. Und kein E8-Tor, sondern mal was richtig Gutes. Dybala hier mit dem Longshot, 47. Und ich glaube, das Spiel ist jetzt damit durch. Okay, der war richtig nice, der Schuss von Dybala. Den kann man mit dem auch immer richtig gut bringen. Richtig schön, wie der sich senkt. 4:0, geile Sache. Oh, schön, wenn wir jetzt Dybala freigespielt bekommen. Ben Arfa, Lacazette läuft auch noch mit, sehr schön.
So, jetzt Dybala oder Ben Arfa flach in die Mitte. Keeper kommt dran. Schade, aber die kann man echt immer gut benutzen, diese flachen Flanken, weil da meistens vielleicht noch ein Abpraller kommt. Ben Arfa nochmal. Oh, schön von Dybala. Ben Arfa kommt zum Schuss und da ist dann das 5:0. Richtig geiles Tor von Hatem Ben Arfa. Den haben wir da mal richtig schön durchgesteckt. 5:0, so muss es sein. Und ich glaube, jetzt fahren wir relativ safe, was das Rückspiel angeht. Ich meine, die müssten jetzt mit 6 Toren Unterschied gewinnen. Richtig schönes Ding. Jetzt hat sich Ben Arfa auch endlich mal mit einem Tor belohnt. Oh, Ben Arfa auf Lacazette. Da warten wir jetzt nochmal auf Ben Arfa. Der kommt sogar nochmal an den Ball. Richtig komisch, was da gerade in der Abwehr passiert ist. Vielleicht hätte ich doch einfach mit Lacazette durchrennen sollen. Aber wir kommen nochmal an den Ball. Mit Lacazette. Und jetzt Ben Arfa mit dem 6:0, 88. Minute. Richtig gestört einfach. In der zweiten Halbzeit geht einfach jeder Schuss von uns rein. Ja, ich meine, gut, dass der Sieg ist verdient, sonst wird sie nicht 6:0 stehen, aber niemals in der Höhe. So, Freunde, die Partie ist vorbei. Am Ende dann ein deutliches 6:0 für uns. Ich kann das gerade selber nicht so ganz realisieren, was hier wirklich passiert ist. Ihr seht auch, dass ich jetzt hier nicht krass am Ausrasten bin oder so. Denn ich muss das mal so ein bisschen begreifen. 6:0 ist, ja, ein bisschen gestört. Checkt auf jeden Fall trotzdem das Rückspiel ab. Es kann sein, dass ich irgendwie richtig einbreche und mich vielleicht zu sicher fühle und das Ding dann doch noch verkack. Und auch wenn nicht, checkt auf jeden Fall bitte das Rückspiel bei den Jungs von Tizi Schubech da und lasst auf jeden Fall, lasst ihr da ein Abo da, Jungs. Die Jungs sind so korrekt, da müsst ihr echt ein Abo da lassen. Die machen momentan auch richtig geile Livestreams, also checkt das auf jeden Fall ab. Wir haben das Ding jetzt hier 6:0 gewonnen. Ich weiß nicht groß, was ich sagen soll. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Freut mich auf jeden Fall, dass dieses Team und meine taktische Einstellung, so wie ich spiele, irgendwie ja, so gut zu funktionieren scheint. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt am Start. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und checkt auf jeden Fall auch meine anderen Videos aus. Und wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall momentan, bei meinem Merchandise-Shop vorbeizuschauen. Da werden jetzt in den nächsten Wochen neue Sachen released. Beziehungsweise letzte Woche wurde da was Neues released. Und demnächst kommen ab und zu auch mal so ein paar Special Editions raus. Also checkt das auf jeden Fall ab. Und natürlich auch den Kanal von den Teasy-Jungs. Ich bin jetzt raus. Holy shit, 6:0. Ja, keine Ahnung, ich hoffe, wir sehen uns dann tatsächlich im Halbfinale wieder. Also wenn ich das noch vergeige, ne? Ja, dann weiß ich auch nicht. Haut da rein. Ciao.